Weitere Messungen durch die Technische Universität Graz werden folgen. Die Messdaten landen bei Christine Sindelar im Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft. Sie ist Mathematikerin und befasst sich im Rahmen ihrer Doktorarbeit mit den komplexen Strömungsverhältnissen in Grobers Flussbauwerken. Wir haben mehrere Messkampagnen durchgeführt und dabei die Veränderungen des Flussbettes aufgezeichnet. Sie sehen hier ein Querprofil vor dem Einbau des Trichters und Sie sehen, es ist weitgehend gleichmäßig. Nach dem Einbau des Trichters und nach einem sehr großen Hochwasser hat sich das Flussbett so verändert. Und Sie sehen hier eine sehr starke Dynamik im Flussbett. In diesem Bereich hier haben sich Kolke gebildet. Das ist sehr gut für die Fische, denn hier finden sie Ruhe- und Aufhaltezonen. Und darüber hinaus sind auch die Ufer intakt geblieben, das heißt, beim Hochwasser war es sicher. Das durch den Trichter veränderte Sohlprofil der Mur ähnelt nun dem Profil eines natürlichen Flusses, wie es Viktor Schauberger in den 30er Jahren gezeichnet hatte. Christine Sindelar sitzt nicht nur am Computer, hier zeigt sie Härte bei Vermessungsarbeiten in einem anderen Flussbauwerk von Ottmar Grober. Dem Stübmingbach hat er eine Art Treppe gebaut, eine Pendelrampe. Eine neuartige Bauweise zur Gefälleüberbrückung, bei der Sohlgurte dem Wasser seine ursprüngliche pendelartige Bewegung zurückgeben. Bei Hochwasser kommt es zu Eindrehungen in sich und es entsteht anstelle der hin- und herschreitenden Bewegung ein drehender, ein fließender Zopf, ein Wasserzopf. Das heißt, ich habe ein nach oben gewölbtes Fließbild. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Rampen habe ich ein nach unten gewölbtes Fließbild und an den Seitenrändern die Uferangriffe. Das wird nun im Wasserbaulabor der Technischen Universität Graz überprüft, mit einem Modell im Maßstab 1 zu 10. Es ist 3 Meter breit und 18 Meter lang. Nach dem Aufbau beginnen die Testreihen, zum Beispiel die Simulation von Hochwässern. Zum ersten Mal wird die Regulierung eines Fließgewässers nach Schauberger mit aufwendiger Technik an einem renommierten Wasserbauinstitut untersucht. Der Institutsleiter. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir so besonders Wert legen auf natürliche Umgebung, auf natürliche Abfließen des Wassers und wir besonders hier auf wissenschaftlicher Seite Interesse haben, den Energiefluss zu berücksichtigen, möchten wir der Natur eben auf die Schliche kommen. Und so sind wir ganz im Sinne von Schauberger unterwegs, indem wir sagen, wir wollen sehen, wie sich die Natur verhält. Wir wollen also unterschiedliche Wassermengen untersuchen und schauen, wie ist denn die Auswirkung auf die Sohlstabilität? Gelingt es uns denn für unterschiedliche Wassermengen, die Energieumwandlung kontrolliert vor sich gehen zu lassen? Das ist nämlich unser Bestreben als Ingenieur, für die Sicherheit zu gewährleisten, dass auch unter Hochwassereinfluss keine Gefahr besteht, dass Schaden jetzt am Fluss und an den Ufern hervorgerufen wird, dass es die Bevölkerung in Sicherheit ist. In der Praxis hat sich die Pendelrampe bereits bewährt. Die Untersuchungen am Modell sollen wissenschaftlich fundierte Argumente liefern, nicht zuletzt für den Bau weiterer neuer Rampen. An der großen Dulln am Wienerwald in Neulenkbach soll im Zuge eines Rückbaues eine alte Wehranlage durch eine Pendelrampe ersetzt werden. Und das hat den Sinn, dass die Fische wieder das Gewässer durchwandern können. Und in diesem Zuge soll auch ein Auwald an das Gewässer angeschlossen werden. Und in diesem Auwald soll ein Viktor Schauberger Park errichtet werden. Eine Pendelrampe in einem Schauberger Park wäre der krönende Abschluss von Ottmar Grobers beruflicher Laufbahn. Hier analysiert er mit einem neuartigen Messgerät elektromagnetische Frequenzen im Wasser der Pendelrampe. Verschiedene Aspekte seiner Flussbaumaßnahmen wurden mittlerweile in Diplomarbeiten an den Technischen Universitäten Graz und Braunschweig untersucht. Die Zeit scheint endlich reif zu sein für eine Flussregulierung nach Schauberger.
Viktor Schauberger erkannte als Förster schon sehr früh die große Bedeutung des Waldes im ewigen Kreislauf des Wassers. Dabei spielen laut Schauberger Temperaturunterschiede eine entscheidende Rolle. Im Schatten der Bäume bleibt der Waldboden relativ kühl. Trifft wärmeres Regenwasser auf den kälteren Boden, dringt es leicht in das Erdreich ein, füllt das Grundwasser auf und kommt irgendwann an die Erdoberfläche zurück. Es verdunstet, bildet Wolken und regnet wieder ab. Schauberger spricht vom vollen Wasserkreislauf. Doch der wird immer mehr gestört, zum Beispiel durch die Rodung von Wäldern. Ohne den Schatten der Bäume ist der Boden nun wärmer als der herabfallende Regen. Das Regenwasser dringt kaum noch in den Boden ein, läuft oberflächlich in Bäche und Flüsse und verursacht Hochwasser. Der Grundwasserspiegel dagegen sinkt ab. Im Sommer verdunstet das Oberflächenwasser oft schon an Ort und Stelle, bildet weitere Wolken und sorgt so für neuen Regen. Ein Hochwasser erzeugt das nächste. Schauberger spricht vom halben Wasserkreislauf. Auf einer heißen Herdplatte zeigt sich, drastisch dargestellt, wie Wassertropfen abperlen. In ähnlicher Form ist das auch auf heißem Asphalt zu beobachten. Heute spricht man vom Problem der Versiegelung der Naturflächen. Das Wasser kennt heutzutage praktisch nur mehr den halben Kreislauf. Es hat nicht mehr die Möglichkeit, in den Boden einzudringen, dort zu verweilen und sich zu regenerieren. Viktor Schauberger wollte apparativ dieses Problem lösen und hat einen Apparat entwickelt zur Herstellung von quellwasserähnlichem Trinkwasser. 1935 hat er dafür ein Patent bekommen. In diesem Apparat sollte dem Wasser der ganze Kreislauf wieder angeboten werden, indem das Wasser zunächst gereinigt wurde, sich abkühlen konnte, über Wirbelstrecken gelaufen ist, mit Mineralien versetzt worden ist und dann aus dem Apparat herausgekommen ist, wie ein frisches Quellwasser, wie wir es kennen aus unseren Bergen. Ohne gesunden Wald gibt es, laut Viktor Schauberger, kein gesundes Wasser, das er als Blut der Erde bezeichnete. Unter dem schattenspendenden Dach eines natürlichen Mischwaldes gedeiht im Unterholz eine unvergleichbare Artenvielfalt. Es entsteht eine dicke Humusschicht. Ein guter Waldboden ist ein guter Wasserspeicher. Er kann bis zu 90% des auf ihn fallenden Regenwassers halten und verringert damit ganz entscheidend die Erosions- und Überschwemmungsgefahr. Ein gesunder Waldboden speichert 6-mal mehr Wasser als eine freistehende Fläche. Genauso wichtig ist der kühlende Schatten der Bäume für einen Flusslauf. Greift der Mensch nicht ein, wachsen die Schattenspender an den Ufern ganz von alleine. Viktor Schauberger war wohl einer der ersten Menschen, die von einem Waldsterben sprachen. Schon in den 1920er Jahren warnte er vor Kahlschlägen und der Wiederaufforstung von Bäumen in Monokultur. Es gehört zu den tragischen Aspekten in Viktors Lebenswerk, dass seine genialen Holzschwemmanlagen dazu beitrugen, die Bergwälder in Österreich und anderswo massiv abzuholzen. Schlägt man eine Schneise in einen Wald, werden Bäume, die vorher mitten im Wald standen, mit einem Schlag zu Randbäumen. Sie sind nun plötzlich dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt und bekommen einen Rindenbrand. Die Randbäume werden schwer geschädigt, ein Problem, das Viktor Schauberger ebenfalls beschrieben hat. Ist es ein Zufall, dass an diesem Waldrand der Boden trocken ist? Wie bei der Flussregulierung sind auch in der Forstwirtschaft die Erkenntnisse Schaubergers aktueller denn je. Von der Forstwirtschaft ist es nur ein kleiner Schritt zur Landwirtschaft. Viktor Schauberger sah in Bodenbearbeitungsgeräten aus Eisen eine Ursache für abnehmende Bodenerträge. Vereinfacht gesagt, hielt Viktor die Bildung von Rost im Wasser oder im Boden für einen lebenszerstörenden Vorgang. Deswegen wandte er sich dem Edelmetall Kupfer zu. Für Bodenbearbeitungsgeräte aus Kupfer erhielten Viktor und auch sein Sohn Walter Schauberger mehrere Patente. Statt des Rostes des Eisens sollen die im Kupfer oder in Kupferlegierungen enthaltenen Spurenelemente durch Abrieb direkt in den Boden gebracht werden.
Susanne Niedermeier benutzt schon seit Jahren Kupfergeräte in ihrem Garten. Sie stellt im Kleinen ähnliche Ergebnisse fest, wie sie bereits Ende der 1940er Jahre in großflächigen Feldversuchen im Salzburger Land und in Tirol dokumentiert wurden. Eine Steigerung der Bodenfruchtbarkeit. Susanne Niedermeier beim Spatentest. Vergleich eines Eisenspatens mit einem Kupferspaten. Also beim Kupferspaten speziell muss ich sagen, er geht einfach viel leichter in den Boden rein. Ich arbeite jetzt schon in ein paar Jahren mit Kupferwerkzeug und beim Kupferwerkzeug ist es einfach so, dass die Spurenelemente auch in den Boden reinkommen. Es kommt mir vor, wie wenn die ganze Gartenerde homogener wird, sodass auch die Schnecken nicht so aggressiv sind. Es lässt sich einfach auch leichter mit arbeiten und ich kann es nur jedem weiterempfehlen. Für das Lockern von Ackerböden dachte sich Viktor Schauberger einen speziellen Pflug aus, der den Boden nicht zentrifugal nach außen wenden sollte, sondern zentripetal nach innen. Von dem Spiralpflug, auch als Biopflug bezeichnet, gibt es leider nur ein Modell. Klaus Rauber vom Verein für Implosionsforschung im Schwarzwald erklärt die Funktionsweise. In seinem Biopflug hat Viktor Schauberger das Prinzip des Maulwurfs kopiert, getreu seinem Ausspruch, die Natur kapieren und kopieren. Wie der Maulwurf die Erde zentripetal bewegt und sich dadurch widerstandslos oder nahezu widerstandslos durch die Erde hindurchwühlt, so geschieht das auch bei diesem Flug. Masterelektronenmikroskopische Aufnahmen der jüngeren Zeit haben gezeigt, dass auch die Haifischhaut ähnliche Strukturen aufweist, um dem Haifisch die Möglichkeit zu gestatten, nahezu widerstandsfrei durch das Wasser zu pflügen. Diese Bilder kannte Schauberger zu seiner Zeit sicherlich noch nicht. Dieser Pflug wendet die Erde zweifach, indem er sie einmal hier an dieser Kante umdreht, um sie wieder zurückzulegen, sodass die Schichtungen der Erde erhalten bleiben. Über Sinn oder Unsinn des Pflügens wird mittlerweile in der Landwirtschaft immer häufiger diskutiert. Der zurückwendende Pflug von Viktor Schauberger könnte die Lösung dafür sein, Mikroorganismen in jener Bodenschicht zu belassen, wo sie hingehören. Das Horn der Kudu-Antilope eignet sich hervorragend als Hörrohr zur Schallverstärkung. Doch Viktor Schauberger schätzte eine andere Eigenschaft. Für ihn war das Kudu-Horn das Modell einer idealen Wasserleitung durch seine spiralförmige Verwindung. In mehreren Ländern erhielten Viktor und Walter Schauberger Patente für ihre Wendelrohre. Solche Rohre herzustellen ist nicht einfach. Felix Hediger vom Verein für Implosionsforschung erhitzt Kupferrohre, um sie anschließend zu verformen. Mit einer selbstgebauten Rollenkonstruktion kann er das nun geschmeidige Kupferrohr verdrehen. Eine andere Variante ist ein Rohr, das nicht verdreht, sondern eingedrückt wurde, das sogenannte Neumann-Rohr. Obwohl es gerade ist, macht Wasser auch darin eine Drehung in der Drehung. Das Wasser bewegt sich in einer einrollenden Raumkurve, für Viktor Schauberger die ideale Kurve der Wasserführung. Der Verein für Implosionsforschung stellt nicht nur Wendelrohre her, sondern baut ganze Apparate nach Originalplänen von Viktor Schauberger. Hier die letzte Version seines Edelwassergeräts von 1958, das destilliertes Wasser wiederbelebt. Bei diesem Edelwassergerät hat Viktor Schauberger versucht, mehrere technische Aspekte zu vereinen. Er hat zum einen hier eine Wellenmembran in verkleinerter Form eingebaut. Dort durchströmt das Wasser pulsierende Bereiche und kann mäandrieren wie in einem natürlichen Bachlauf. Das Ganze wird noch mit einer Haube abgedeckt, sodass das unter Lichtabschluss laufen kann. Es wird Kohlensäure in den Luftraum eingebracht. Die Kohlensäure wird bei dem Wirbelprozess eingebaut in das Wasser. Es werden Edelsalze noch beigefügt und der ganze Prozess muss etwa eine halbe Stunde bei dem positiven Temperaturgefälle laufen. Das heißt, das Wasser muss sich zu 4 Grad Celsius hin abkühlen.